Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cooking Simulator. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, heute nicht einfach irgendeine weitere Folge, nein, heute die erste Folge der zweiten Staffel. Yeah, das ist mit dem Scheiße angehört, aber egal. Gut, warum starte ich eine neue Staffel und fange wieder als Null-Sterne-Koch an? Ja, der Grund liegt darin, dass wenn ich hier auf Laden gehe, heute am Tag des Goldenen Messer-Events starte und sobald ich die Vorbereitungsphase überspringe oder auch warte, bis sie zu Ende ist, ich habe das alles ausgetestet, ist der Tag instant zu Ende und ich bin Platz 25 vom Event. Also ich kriege das auch nicht geregelt, macht aber nichts. Ich habe auch mit den Speicherständen ein bisschen rumgespielt, seht ihr hier. Leider hat das nicht so funktioniert, deswegen starte ich neu. Aber das wird geil, es wird ein Hardcore-Cooking-Simulator. Das war ohne Hall extra. Gut, ich starte sonst noch als besondere Änderung, damit die zweite Staffel auch ein bisschen was spannender wird. In der Beta-Branch, das ist nicht die Version, die man bei Steam direkt runterlädt. Nein, das ist die, wie wenn man bei Steam das Spiel auf Beta umstellt. Damit die Frage direkt beantwortet wird, zeige ich euch auch, wie das geht. Ich gehe direkt erstmal auf mein Steam. Ihr seht hier Cooking Simulator in eure Bibliothek. Geht da mit der rechten Maustaste drauf. Drückt auf Eigenschaften. Geht auf Betas. Und drückt hier auf den Pfeil. Und könnt dann Beta auswählen. Hier bekommt ihr immer einen Schritt voraus die nächsten Patches. Und ja, wir haben hier zum Beispiel schon den Suppenlöffel, den wir heute zusammen austesten werden. So, gut. Nimmt ihr das Spiel jetzt auf oder den Bildschirm? Ich bin mal gespannt. Da, guck mal. Ach, das war ein professionelles Video. Gut, ich gehe auf neues Spiel, will euch gar nicht so lange quälen. Los geht's. Wir starten eh super slow. Wir haben ja gar keine Kochpunkte oder irgendwas. Nein, Timmy braucht kein Tutorial. Wir haben ja keine Kochpunkte oder sowas. Wir haben schlappe drei Rezepte, die ich alle drei auch beherrsche, aus dem FF. Im Besitz haben wir die hier noch nicht und wir werden so schnell wie es geht diese Essen kaufen, ne, die wir auf jeden Fall schon mal gut können. Die werden wir so schnell wie möglich uns besorgen, damit wir auch ruckzuck leveln und Ruhmpunkte machen und damit dann auch die 5 Sterne wieder erreichen. Ne? Also ich bin gespannt, wie schnell wir das diesmal schaffen werden. So, gut. Die Suppenkelle, die ist niegelnagelneu. Ich nehme mal den Karton direkt mit. Packen wir direkt erstmal um. Der leckt aber ganz schön. So. Oh, der liegt aber blöd da. Holen wir mal als Utensil die Suppenkelle, die ist hier, Schöpfkelle heißt. Die habe ich noch nicht ausprobiert, bin mal gespannt. Mein Gott, sind die Haken immer schwer zu erreichen. So, mal die Quatschkiste nehmen. Kann ich nicht, muss ich verstehen. Ist ja witzig. Ja, es geht sonst im Rücken, ne? So, rein da. So steht sie gut. Tag überspringen, los geht's. Bin gespannt, was als erstes kommt. Es ist... Die Tomatensuppe. Ist das Rezept gleich? Ich habe jetzt ein bisschen Bammel wegen der Beta-Branch. Nicht, dass er auf mich gehört hat und weniger Pfeffer dran gemacht hat. Nee, es ist doch gleich. Alles klar. Dann lass uns mal loslegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack, bumm. Ja, ich habe das Spiel. Heute ist die erste Folge. Ich habe es noch nie gespielt. Man merkt das, ne? Zack. Salz. Pfeffer. Dann brauchen wir Chili, Pfeffer und wir brauchen ein wenig Hühnerbouillon, um genau zu sagen 700. Gut, ich gebe jetzt eine Sache zu, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe gerade eine Folge schon aufgenommen, die erste, nochmal, und habe vergessen Hühnerbouillon reinzumachen. Dann habe ich tatsächlich jetzt ausgemacht und nochmal von vorne. Das war mir einfach zu peinlich. So. Dann mixen wir das Ganze. Der Mixer liegt hier. Scheinbar kommt immer die Tomatensuppe als allererstes Essen. Ich hatte mich gewundert schon, warum da so wenig drin war. Aber ich dachte, das liegt an dem Beta-Branch, ne? So, 12 Gramm Pfeffer für 12 Gramm Salz. Und ich habe den Entwickler echt angeschrieben und gesagt, da ist zu viel Pfeffer drin. Aber ist ja egal. Schon auf die Kippe hier. Ne? Oh, das war gar nicht geplant. Ich wollte gar nicht nochmal drauf drücken. So, schnell kochen. Haben wir hier noch zwei von. Also wird ein wirklich eine Hardcore Cooking Simulator Staffel, muss ich sagen, weil wir wirklich Vollgas geben werden. Richtig, richtig heftig
Kochen Vollgas, mit Rezepten kaufen etc. Ich kann sie ja halbwegs alle, ne? Also es sollte ja eigentlich safe sein. Wir könnten schon mal hier. Hier werden wir den Würztisch machen für den Fisch, so wie wir das gerade auch gemacht hatten noch. Wo ich direkt schon mal einen schwarzen Pfeffer, ne? Gönnen wir uns. Bisschen schade mit dem alten Speicherstand, aber wir werden schon eine Menge Spaß haben hier, glaub mal. Wir werden wirklich eine große Menge Spaß haben, glaube ich. So, Suppe wird warm. Ich hole schon mal einen Suppenteller und dann benutzen wir die Kelle. Die habe ich aber echt noch nicht benutzt. So. Wie gesagt, ich habe nur die Suppe gemacht und habe gemerkt dann, oh nein, da fehlt noch was. Wie peinlich. Und das wollte ich ja nicht mit dem Video haben. Das wäre dann zu peinlich geworden. So. Im Runterfallmixer. Alles klar, saure Sahne kommt noch 150 dazu, 300 auf den Teller, fertig ist die Geschichte. Aber sonst hat sich da ein Rezept nichts geändert. Komm, gib mir mehr Aufgaben hier, Spiel. Das ist mir zu lahm. Ich bin doch ein echter 5-Sterne-Koch. Und jetzt müssen wir gestern Zettel erstmal lesen hier. Damit die weg sind. So. Dann sind die schon mal futsch. Wissen die Funktionen alle? Okidoki. Das erste Essen für den ersten Gast in unser neuen Restaurant. Wir nennen es zum goldenen Penis und... nein, Quatsch. Wer wird in so ein Restaurant gehen, was so einen Namen hat, ne? Okay, wird heiß, liebe Sub? Zeig euch jetzt mal was. Was überhaupt keine Funktion hat. Suppe ist jetzt heiß. Schütten das jetzt mal da rein, wo das noch aus ist. So. Dann ist sie nämlich nicht mehr heiß und du kannst sie nochmal weiter garen. Das wird jetzt besser simuliert so, als wenn man das reinschüttet. Das wird dann währenddessen schon heiß. Ich finde das so realistischer einfach. So, Schöpfkelle. Das ist jetzt neu. Bin gespannt, wie die funktioniert. Oh, okay. Sie nimmt genau 50 raus. Ja gut, die ist ja nicht so groß. Ne? Wie soll sie auch mehr rausnehmen? Ob das jetzt eine gute Funktion ist, ich weiß nicht. Das schütte ich ja schneller zweimal. Aber du hast halt das richtige Maß, ne? Okay, ganz interessant, aber... ich glaube, wir werden das Schütten wählen, ne? Das wird vielleicht ein bisschen interessanter werden. So, gut. Da kommt sonst nichts weiter rein, soviel ich weiß. Fertig ist die Geschichte. Zack, zack. Hat sogar lange gedauert. Ist natürlich atemberaubend geworden, keine Frage. Wir haben unsere ersten 10 Ruhmpunkte abkassiert. Wie sieht's aus? Kochpunkte schon bekommen? Zählt das? 4. Guck mal. Könnten wir direkt aufwerten. Also die Kochpunkte selber, das ist natürlich was anderes als diese Punkte. Okay. Das war klar. Ungewohnt, der war immer auf der anderen Seite der Hahn. Zap. Zwei Kartoschkas, kommt her. An dem Mist. Mein Lachsfilet. Die erste Folge wird mehr als ein Tag sein. Ich denke mal, 2 Tage machen wir da. Bis die Tage wieder ein bisschen aufwendiger werden. Wir müssen uns auch erstmal sortieren hier in der Küche. Ne? Ist ja noch gar nichts. Zack. Pfanne habe ich wackeln sehen vorhin hier. So. Sonnenblumenöl. An das Ding. Man merkt schon, also von der Handgriffe her läuft's gut. Ich werde die Kartoffeln bestimmt nicht vergessen. Man hat ja doch nichts zu tun, so am ersten Tag ist ja echt ein bisschen Schnarchnasentag, ne? So, ach, ich darf das noch nicht anfassen, ne? Scheiß, doch. Meine Perks habe ich ja nicht, ist doch klar. Aber wenn das heiß ist, darf ich es eigentlich nicht anfassen, ne? Oh Gott, da brauchen wir diese blöde Kelle. Wo ist die? Nicht die Kelle, unser Spatel, oder wie das Ding heißt. Da hängt er. Oh nein. Jetzt seht ihr, ich darf es doch nicht anfassen, diesen Perk will ich schnell haben. Den will ich ganz, ganz schnell haben. Weil das wirklich die Sache mehr als vereinfacht.
Ihr seid brav, ihr werdet nicht zu heiß. Ihr müsst ja auch was, brennt alles noch schneller an und so, ne? Das ist natürlich auch eine Sache, die man noch beachten muss jetzt. Das Ding ist doof. Ich denke mal, danach kommt der Fisch. So. Der andere Fisch, den können wir schon mal vorbereiten. Immer so mutig, ne? Während der da brät vor sich hin. Mein Würztisch. Mein Gott. Ein Ruckelfestival, wenn du das Gewürz darauf machst. Wir kochen schon mal für die Zukunft hier. Krass. Na komm, du bist da rein. Ich hasse diesen Ofen dafür, ne? So. Der müsste jetzt fertig sein. Ja. So, das dürfen wir so komischerweise anfassen. Raus damit. Spielt der gerade, Alter, was ist das für ein Bro, ey? Hä? Bestimmt wieder Salzprobleme, ne? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ach, leck mich doch. Ich habe gar kein Salz an dem Wasser gemacht. Tut mir gerade ein. Oh Gott, bin ich doof. Ja, weil ich so überschnell bin, ne? Oh, Überraschung. Der Fisch. Ich habe gar kein Salz an dem Wasser gemacht. Na, egal. Haben wir die ersten Pünktchen abkassiert. Ich kann auch noch nicht sehen, wie weit der ist. Oh Gott, ist das echt viel, was man noch nicht machen kann, ne? So. Und oh, hält's ja auch noch nicht fest. So viele Perks, die ich vom Vorderrhein jetzt brauche. Oh, ach nein. Ich bin doch noch so arm. Er hält's ja noch gar nicht fest, die Zitrone. Oh Gott, das ist ja richtig schwer, das Spiel am Anfang. Ninja. Ich glaube, eine schöne Schneidetechnik, ne? So. So, mehr kriegt er nicht. Ist da was bei, was er will, ne? 6 war richtig, genau. Das darf man schon, das ist gut. Maus halt einfach nach oben scrollen. Brille ist fast fertig. Okay, ich weiß, welche Perks ich zuerst will. Muss ich mir unbedingt aufschreiben. Oh. Das war nicht so geschickt. Das war noch ungeschickter. Na ja, gut, ich bin jetzt ja zwar ein 5-Sterne-Koch in Spee. Aber. Was soll ich machen? Ich glaube, das wird nicht so passen, ne? Der Fisch hätte ich auf dem Tisch würzen sollen. Los geht's! Ah, epischer Fisch. Hat wenigstens nichts vergessen, der Trottel. So, ich weiß nicht, bei 30 kommt da schon die erste Prüfung. Du hast. Genug Kopplung zusammen, um ein neues Rezept freizuschalten. Wenn dafür deine App. Okay. Da habe ich jetzt natürlich keine Angst vor. Die Borch. Damals habe ich ja noch voll lange gewartet. Ich schütte jetzt hier mit der Kelle. Bin ich doof. So. Ja, ich weiß, wo ich das alles finde. Wer bist du überhaupt? Bitteschön für eine epische Suppe. So, jetzt haben wir die 36 Kochpunkte schon mal safe. Ja, komm. Noch mehr essen. Oh, muss das jetzt eine Borch sein? Direkt erstmal schon mal einen großen Topf besorgen, neuen. Das war fünfmal, also es war immer Hühnerbouillon für fünfmal rote Beete, ne? Ja. Fünfmal rote Beete, eine Karotte, eine Parsley. Ich spiele auf Deutsch, ne? Ja, Petersilie. Richtig, und eine Zwiebel, fast vergessen. Mixen, Zeugs rein. So, wir machen ja unsere ersten
Gewinne wieder. Hühner bringen. Boah, gibt's das wenig Zeugs? Kann ich eigentlich schon Wasser kaufen? Das wird das doofe Nudelgericht, was ja noch einigermaßen ging. So. Dann mixen. Eigentlich nicht. Da steht nirgends so was von mischen. Ne? Also ich mache das aber lieber so. Also 20 Salz, 20 Pfeffer und fertig. Was viel zu viel Pfeffer ist. Salz geht sogar 20 Gramm. Ich habe es dann echt probiert. So, eine Botsch. Der Topf war sogar nur leer, hätte ich benutzen können, aber egal. Oh, ist das lahm. Das Spiel will ich jetzt erstmal langsam ranführen, aber will ich ja sofort Vollgas geben. Himmel, Herrgott. Habe ich nicht genug Punkte für noch mehr Rezepte? Ich habe jetzt 7 Kochpunkte. Ja, Sterne nicht, das bringt ja nichts. 15, das wäre das nächste. Schweinekoteletts mit Bratkartoffeln. Ich habe ja keine Angst vor keinem Essen mehr, ehrlich gesagt. Aber wir haben noch nicht genug. So. Das ist ja schon erstmal safe. Mann, das dauert voll lange. Man hat überhaupt nichts zu tun. Gewürze sortieren. Fisch würzen mache ich ja immer hier. So. Da könnte man tatsächlich ja schon mal, hups, schon mal Vorbereitung treffen, ne? Der nächste Tag wird ja ein bisschen anstrengender. Schon vorwürzen mit dem Meerrettich eigentlich? Ruckel. Zap. Zack, damit wir... Achso, Blödsinn. Die anderen beiden wollen es auch haben. Keine Autohupen draußen. Das Spiel verschont einen gerade voll. Na doch, da sind sie, die Hupen. Los, komm, komm, komm. Ah, der erste Tag ist alles andere als Hardcore, ich weiß. Mein Gott, komm. Die Suppe ist heiß. Ja. Perfekt. Besser als mit der Kelle, oder? Zack. So. Was? Was war das Problem jetzt? Ich habe doch genau das genommen. Zu viel Salz, zu viel Hühnerbouillon, zu viel Zwiebel. Das war die Bestimmung für heute. Okay. Der erste Tag, easy. Den haben wir mal gemeistert. Wir werden noch viele, wow, viele Bouillons machen. Und alles drum und dran. So. Fertig. Minus 88, weil ich gekauft habe zu viel. Okay. So. Wir werden morgen für einen Restaurantkritikerbesuch, beeindrucke ihn und jeder wird von uns hören. Ja, hoffentlich wird das auch funktionieren, ne? Nicht schlecht. Wähle einen Perk. So, jetzt geht's rund. Ruhige Hände, halte Shift beim Schneiden festzuhalten. Was wäre denn jetzt so das Wichtigste? Du kannst heiße Zutaten anfassen. Das ist schnell und wichtig. Okay, jetzt haben wir das hier. Jetzt um schnell
Du verdienst Kochpunkte, die Gäste zahlen. Ja, ist mir doch egal erstmal. So. Nächsten Tag beginnen. Tag 2. In meine Magic Kitchen. Heute ist ein großartiger Gelegenheit, deine erstaunliche Fähigkeit unter Beweis zu stellen. Ich hoffe, du bist bereit. Fisch an. Überspringen. In einer Stunde werden. Nein, wir öffnen sofort. Hier, ich bin ja der Koch. Ich entscheide, wir starten sofort. Scheiße, warum muss denn da gerade das zuerst kommen? Vielleicht ist aber das Salz nicht vergessen, Tim. Das wäre ziemlich peinlich. Mit dem paar Pipi essen werde ich meinen ersten Stern aber schnell bekommen. Was macht der? Fisch hier ist fertig. Oh, der wird doch niemals dreimal bestellt heute. Und mein vier. Ja, gut, den wird sich hier. So, noch kommt null Stress auf. Ja, aber wirklich 0,0 Stress. Weiß nicht mal, ob das das echt immer frisch machen muss, aber ich tue es trotzdem. So. Es könnte von mir aus schon losgehen jetzt mit der nächsten Bestellung. Kann ja nichts Hardcore-mäßiges sein. Jetzt geht es am Ende wieder kalt. Und der hält aber jetzt auch nicht so lange heiß, ne? Das war jetzt nicht so klug, 3 Stück vorzubereiten. So, ja, also wir dürfen jetzt ja heiße Sachen anfassen. Erster Perk. Zweiter Perk, den ich unbedingt haben möchte, ist durch die Scheibe gucken und die Temperaturen sehen. Oder der festhalten. Ich weiß nicht. Das war immer eine Quälerei damit hier. Mit der Kelle. So, die Kartoffeln sind gleich fertig. Dann warten wir noch auf den Fisch. Zack. Das Wasser nehmen. Nee, ne? Ach ja. Hoffentlich wird der Fischler bestellt. Machen wir in rekordartiger Geschwindigkeit dann raus. Da war alle Essen vorbereitet, außer das hier, ne? Aber das ist schon eine schlaue Idee gewesen, mehr Kochpunkte zu bekommen. Jetzt kriegen wir schon 10% mehr Kochpunkte. Das heißt, wir schnell an der goldenen Nase hier. Ach komm, mach doch Fisch. Nur die bis morgen Zeit. Morgen arbeiten. Ich muss auch ein Voraus aufnehmen heute. So. Diesmal habe ich nicht das Salz vergessen. Dä. War dementsprechend auch episch. Ich glaube, ein ganz kleiner Zippel fehlt tatsächlich. Zu viel. Das konkret ist dabei zu bestellen. Mach dich bereit. Der Bade Bartsch. Und ich weiß, dass sie gut ist. Ich weiß, sie ist gut. Unsere Bartsch ist sehr gut. Wir geben mir genau 300. Hundert. 150. 200. 250. Wo bin ich durcheinander gekommen? 300. Verdienen wir damit schon unseren ersten Stern? Nee, ne? Was?
Okay, wir haben unseren ersten Chef. Ich habe mich jetzt schon erschrocken. Wegen diesem einen Abzug. Ich habe vergessen, dass sie nicht ganz so 100% episch war. So, erster Stern. Wo liegst du? Da. Schwuppdiwupp. Da ging es aber wirklich schnell. Das ist jetzt schön, dass er bestellt wurde. Den holen wir uns doch ganz fix aus dem Ofen. Das war ganz knapp. Schnell eine Zitrönchen schneiden. Die kann man auch gut vorbereiten. Aber jetzt mal mit. Ich will erst den halt fest. Also als nächstes auf jeden Fall festhalten, Perk. Halt immer den Knopf schon fest. Boah, das ist eine, ganz schreckliche Schneidetechnik. Oh, scheiße, da war ja klar, was passiert. Wo bist du hin? Da. So. Akkordgeschwindigkeit. Lecker, schmecker, fischi. Jetzt wollen wir 70, kriegen wir den nächsten Stern. Komm hier, Leute, bestellt, 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 bestellt. Okay. Die hat fast gute Borch. Was habe ich denn da als Fehler gehabt? Irgendwo habe ich nicht aufgepasst. Ja, wir brauchen da schon so eine doofe Schippe. Aber ohne Witz, kein Mensch. Vier fucking Ruhmpunkte. Will sie veräppeln? Gib mir mehr. Kann ich schon Neues freischalten? Hier. Die müsste sofort aufgerödelt werden, ne? Hier, sowas kann ich zum Beispiel. Hier, Kürbissuppe. Was muss ich denn da drauf drücken? Alles klar. Läuft. Wer sagt jetzt mal 2 Stunden? Was Ambach ist hier, wo du was findest? Mein Gott, labert er viel. Das müsste viel mehr geben. Ja, es kommt noch mit neuen Sachen. Super. Das ging aber gut. Perfekt fast. Isst, Leute, isst. Ihr müsst viel mehr essen. Aber wir haben noch erst 1 Uhr. Wir haben schon so viele Essen rausgeprügelt. Hardcore Cooking Simulator! Na! Ach, Mann. So. Wo ist der 1 Gramm? So. Komm schnell. Zwiebel, wollte ich gerade wieder sagen. Aber wir wissen, das ist eine Zitrone. Eigentlich habe ich in der Schule so weit aufgepasst. Halt, fast vergessen. Er ist appetitlich. Und lecker, was dasselbe ist. Oh, Zippelabschwung. Warum? Scheiß Schneidertechnik. Ja, das muss ich unbedingt lernen. Komm, Menschen, bestellt. Ach, dieser Kackfisch. Das ist auch easy, die herzustellen. Das ist ja nicht mehr eine Herausforderung, nur nervig.
wenn nichts anderes kommt in der Zeit. Vorhin war zu viel, ne, hat er gesagt. Ist vielleicht das Rezept verändert worden? Nö, so selber. Mischen. So. Ach so, der Fisch, den soll ich vielleicht auch noch braten. Wir nehmen dasselbe Öl, was da in der Pfanne ist, weil ich das albern finde. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das vom Geschmack her was wird. Gucken wir schon was. Also wir haben jetzt alle Suppen, auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Das ist sehr gut. Den Gazpacho können wir sogar schon mal herstellen, während das alles hier brät. Ist ja kalt und langweilig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache gleich doppelt. Ich glaube, das waren so viele, ne? Ah, ich kann nicht gucken. Sechs Tomaten. Oi, Arschloch. Was ist los? Liegt alles rum hier? Hä? Wo ist jetzt hin? Habe ich das in den Boden gedrückt? Was soll ich noch? Ein ganzes Brot? Ah. Gott sei Dank. Ich habe mir erst mal panisch ausgemacht. Du brauchst noch eine Weile. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf tatsächlich gerade. Oh, guck mal schon, zweites Essen. Die macht schon Stress. Die Küche hier. Ja, das war leicht angebrannt, ey, ärgerlich. Aber wirklich nur mikrominimal. So eine Fehler passiert mir nie mehr. Ah, es ist schon so ein Abzug. Arschloch. Ja, fast bei 70 Ruhmpunkte schon. Wie geil ist das denn? Das schaffe ich. Tschakka. Die Botsch. Da ist die Gazpacho. Perfekt. Ich glaube, das war's. Der Rest vom Schützenfest hier. Naja, die war eh nicht die beste. Tatsächlich nicht. Ja, komm weg damit. Zapp. Jetzt die ganzen Öle kaufen, verflucht. Das Olivenöl, Weinessig. Olivenöl und Weinessig. Und davon kommt 60 Milliliter jetzt rein, weil wir eine doppelte Ladung gemacht haben. Was sich unglaublich viel anfühlt. Pfeffer, richtig? Ja. Und Salz.
Fertig. Aber allzu viel unterscheidet sich die Beta Branch, glaube ich, gar nicht, ne? Von der Version bei Steam. Außer, dass du so einen Löffel dabei kriegst, den ich nicht benutzen will, weil Schütten schneller geht. Jo, 200 Stück raus, wenn es sein muss, Leute. Macht. Bestellt. Die habe ich letzte Zeit so oft gemacht. Boom! Schlägt ein wie eine Bombe. Oh, kommt noch ein Rezept, dann haben wir morgen schon den Restaurantkritiker wieder da. Und Schacks für den zweiten Star. Ja, eins kommt noch. Bestimmt die Borsch wetten? Nö. Eine sehr leckere Tomatschka-Suppe. Geht das so jetzt? Mal gucken. Ein bisschen doof, ne? Was ist den Überblick besser mit den Mengen? Aber ich würde lieber so einen 100 ml Löffel haben. Aber er kriegt die perfekte Menge damit. Das ist das Coole. Da, morgen kommt schon der Restaurantkritiker, würde ich sagen. Voll hyperaktiver Koch. Ich brauche jetzt einen neuen Topf, aber ich nehme das jetzt hier noch. Erstmal brauchen wir 1 Kilo Kürbis. Was jetzt immer ziemlich kacke ist, weil der Kürbis so mega groß ist. Will ich aber nicht verschwenden. Also die kleinen Teile, die werfen wir jetzt mal weg. So, Hühnerbouillon. Ich habe die schon lange nicht mehr gemacht. 500 Milliliter. Zwiebel eine. Und dann erstmal mixen, dann Salz, Pfeffer rein. Mixen, weil sieht einfach besser aus. Entschuldigung. 20 Gramm Salz nur. Und ein Rezept in Real Life, was vielleicht sogar nicht überpfeffert wird, weil es kein Pfeffer dran ist. Auch da kommt noch saure Sahne dran. Ja. Wetten dann mal soweit fertig. So, jetzt könntest du gerne noch was schicken. Gaston. Hat noch keiner was bestellt? Hallo, hallo, Leute, Leute, bestellt Essen. Epischerweise haben wir schon den Ständerkoch bald wieder da. Ding. Jetzt ist da kein Flöten. Mit doof rumstehen. So scheiße. Letzte Bestellung für heute mit Sicherheit. So, kann ich die auch wieder zurückbringen? Habe ich auch noch nie ausprobiert. Nein. Vergesse ich doch, die bleiben doch hier ewig liegen. Kenn mich doch. Ewig und 3 Tage. Borch. Was soll das? Machen wir während der Warten eine neue Borch. Wie viel habe ich insgesamt noch hier?
Nicht 1000. Wie gesagt, Hardcore Cooking Simulator, sage ich euch nur. So. Eigentlich, wie gesagt, nicht mischen, aber so hat man viel mehr Masse. Und das Spiel akzeptiert das. 20 Gramm Salz, 20 Gramm Pfeffer war das, ne? Ich hab's ja noch mal wieder verkocht, aber... Ja, ne? Ja. Nochmal 52. Weißt du was? Wir warten, wir machen erstmal die Borch. Was ist der Tag? Ach, wo wir aber eh Nachbereitungszeit, ne? Würde ich auch so abgeben schon können. Ah, knapp eine ganze. So. Eine Gurke mit drauflegen. Ja. So, das war das letzte Essen für heute. Oh, die ist nicht gut geworden. Was hat sie für ein Damage? Nicht genug Zwiebel, nicht genug Kürbis, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Schließen wir für heute. Keine Bestellung mehr. Okay. Was? Muss ich den Herd noch reparieren? Nicht genug Kürbis. Nicht genug Kürbis. Das müssen wir mal auf der Zunge zergehen lassen. Warum war da nicht genug Kürbis? Ich habe genau ein Kilo zerschnitten. Da ist sogar stolz drauf. Nur ein Fisch noch. Der ist aber nicht mehr heiß. Und dann ist der Tag schon vorbei. Was haben wir jetzt eigentlich schon im Kühlschrank alles? Gar nichts mehr, ne? Wir müssen noch die krassen Rezepte holen. Tschatsching! So, Tag überspringen. Bap. Rest überspringen meine ich natürlich. Wir sind eigentlich schon bereit, wieder geprüft zu werden. Wir haben sogar mal Gewinn gemacht. Morgen werden wir inspiziert. Geil. Zweite Folge, zweiter Stern. So, jetzt geht's aber erstmal um die Wurst. Boah. Was habe ich gesagt, will ich zuerst haben? Halten, ne? 9 fucking Punkte haben wir gekriegt. Was haben wir zuerst gemacht? Das hier? Mal Kochpunkte. Kochdeko ist egal, du bekommst Erfahrung für Gerichtssterne. Mehr Ruhmpunkte. Oh, das waren alle. Hoppala. Wähle ein Rezept. Nämlich den ja ganz gerne. Und sag, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.